Hallo YouTube, heute unterwegs im Porsche Carrera GTS, in dem Fall 991.2. Das heißt, wir haben hier den 3 Liter Biturbo und nicht den Saugmotor. Das heißt, Porsche hat hier die Motorvariante geändert und ist vom 991.1 vom Saugmotor auf den Turbomotor. Ist natürlich gerade im Thema Schadstoffausstoß, Kraftstoffverbrauch und so weiter geschuldet, dass natürlich die ganz andere Normen einhalten wie der Biturbomotor. Wir haben hier 450 PS, das ist schon relativ ordentlich, und 550 Newtonmeter. Anpassung der Motorsteuergerät ist natürlich möglich, bei Turbomotoren immer deutlich mehr rauszuholen als bei Saugmotoren, in dem Fall allein nur durch Software knapp 50 PS und 70 Newtonmeter. Wenn man an der Hardware noch was ändert, sind deutlich über 500 PS und fast 700 Newtonmeter möglich. Die Höchstgeschwindigkeit steigert sich auch nochmal um ein gutes Stück. Die liegt allerdings Serie schon bei 312, das heißt, wir fahren schon weit über 300 serienmäßig. Verbaut ist hier ein PDK, das heißt ein Doppelkupplungsgetriebe aus dem Hause Porsche natürlich. Wir haben die Klappenabgasanlage, wir haben verstellbare Dämpfer. Ja, ihr seht es ja auf dem Tacho. Versuchen wir gleich mal ein bisschen Gas zu geben. Macht auf jeden Fall richtig Laune. So, jetzt lässt die Strecke vielleicht gleich zu. Wir sind jetzt aus 50. Jetzt sind wir bei 50. Vollgas. So, jetzt geht's 80. Ja, der läuft schon richtig gut. Der läuft echt gut, das muss man sagen. Also, man kann es jetzt nicht vergleichen mit einem GT3 oder mit einem Turbo, das ist auch ganz klar. Der Turbo S generiert nochmal über 100 PS mehr, aber er macht schon richtig Laune. Ja, da kann man gar nicht sagen. Fahrwerk, Straßenlage, wie von Porsche gewohnt, perfekt. Wir haben rechts im Kombi-Instrument relativ viele Anzeigen. Wir sehen Ladedruck, wir sehen Wassertemperatur, wir sehen Öltemperatur, wir sehen Öldruck. Das habe ich auch links nochmal bei der Kilometeranzeige auch nochmal manuell, rechts digital. Ja, was gibt es da viel groß zu sagen? Ich werde jetzt noch ein bisschen fahren, werde das Ganze noch ein bisschen testen, noch ein bisschen anschauen. Würde ich sagen, ich füge euch gleich noch ein kurzes Tacho-Video an aus dem Stand. Und dann gehen wir ab nach hinten zum Soundcheck und dann sehen wir uns nachher im Fazit. Bis gleich. Ciao. Machen wir euch noch ein kurzes Tacho-Video. Das war aktuell auf der Autobahn oder auf die Autobahn drauf war. Jetzt gibt es hier so einen Response-Knopf, den halte ich gedrückt und seht ihr rechts im Display, jetzt kommt 20 Sekunden von der Leistung.
gerade im Carrera GTS, kleines Tacho-Video. Wir fahren jetzt hier aktuell gerade eine kleine Probefahrt. Und zwar sind wir unterwegs von Erzgrube, das heißt im Nagoldtal, Richtung Nagold. Sehr kurvenreiche Strecke. Kann man natürlich das Fahrwerk, das aktuell auf Sport steht, relativ gut testen. Beim Runterschalten, das ist schon heftig, was der macht. Das Missfeuer am Auspuff, das ist richtig krank. So, wir sind jetzt erster Gang, wir fahren jetzt erster Gang aus 30. Trotzdem richtig gut. Fahrwerk ist sehr straff. Gerade ein Stück abgehoben. 40 einwandfrei ist super. Sofort mit der Bodenhaftung. Die Pedals reagieren sofort. Das einzige, was ich ein bisschen schade finde, ich habe mir ein bisschen so von der Leistungsentfaltung ein bisschen mehr erhofft, weil man kennt ja die Saugmotoren von Porsche, und die finde ich, auch wenn es eigentlich Widerspruch ist, die hingen anders am Gas wie der Turbo hier jetzt. Ja, das kann Hubraum bedingt sein, das kann Kennfeld bedingt sein, dass er nicht so aggressiv geschrieben ist. Ich meine, es macht auch Spaß, aber es ist einfach, wenn ich jetzt eine GT3 fahre oder eine GT3 RS, das fühlt sich einfach nochmal ein bisschen anders an. Ich finde selbst den 991.1 als Saugmotor besser, macht mehr Spaß, war irgendwie ein bisschen giftiger. Ich meine, das ist zwar Jammern auf hohem Niveau, aber es ist nun mal so, da muss man nun mal ehrlich sein. Es passt irgendwie nicht zum Porsche, diese Turbo-Geschichte. Ja, vielleicht Geschmackssache, vielleicht ist da auch noch von der Leistung her ein bisschen gedrosselt, weil wir haben uns gerade mal knapp 200 Kilometer, das heißt, wir sind noch nicht mal wirklich eingefahren. Gespannt, aber wie schon gesagt, mit Leistungssteigerung denke ich, dann macht es auf jeden Fall alle Male Spaß. Das sind über 50 PS und 70 Newtonmeter Zuwachs. Ist aber gespannt. Ja, kommen wir kurz zum Fazit vom Carrera GTS, in dem Fall, wie vorher schon erwähnt, 991.2. Straßenlage, brauchen wir nicht drüber streiten. Porsche-like, Abzug, Reaktion, Schaltpedals, Fahrwerk auf sportisch, genial. Was man so ein bisschen vermisst, ist dieses Thema, was der typische Saugmotor ausgestrahlt hat. Dieses, er ist schon giftig, aber der Saugmotor war einfach, das kannte man einfach nicht. Vom Turbomotor kennt man das, da weiß man, wie der ist, aber er ist jetzt nicht perfekt, sage ich mal ganz vorsichtig. Der Saugmotor, auch im 91.1 ganz normal Carrera, Carrera 4S oder Carrera S, hat deutlich mehr Spaß gemacht, weil es einfach irgendwie von der Charakteristik her der Saugmotor einfach besser zu dem Auto passt. Der Turbomotor ist schön, der ist cool, der macht Spaß, aber der Saugmotor hat irgendwie mehr Stil und passt besser zu dem Auto. Wenn man überlegt, das Auto hier liegt einen Grundpreis bei knapp 130.000 Euro Grundpreis, ja, und diese Ausstattung 150.000, da legt man noch 20.000 drauf, dann hat man sein GT3. GT3 ist ja jetzt im Punkt 2 auch als Schaltgetriebe zu erhalten, obwohl natürlich hier das PDK ganz klar das meistverkaufte ist. Da wollen wir gar nicht drüber streiten, das PDK ist sehr ausgereift, macht richtig Spaß. Ich kann hier den Pedals auch selber schalten. Also Fazit, tolles Auto, Leistung am Mast natürlich, das ist klar, Fahrwerk, Straßenlage perfekt, wir haben trotz Heckradantrieb, in dem Fall ist es kein 4S, trotz Heckradantrieb genügend Grip, obwohl wir momentan gerade plus 1 Grad haben. Was soll ich sagen, da hat Porsche mal wieder abgeliefert. Ja, jetzt würde ich sagen, danke fürs Video schauen und bis zum nächsten Video, bis bald,
Ciao.